Entschuldigung, da musste ich gerade mal husten. So, was haben wir davor? Wir müssen nach unten. Warte mal, was habe ich überhaupt vor jetzt hier? Unruhestifterin, mithilfe der Glitchware, die den Nomad geschickt hast, kommst jetzt durch die Lüfter bei Station C4. Es sieht außerdem so aus, als arbeite er an einem neuen Plan, der irgendetwas mit dem Konglomerat zu tun hat. Wenn es eines gibt, worauf du dich verlassen kannst, dann darauf, dass er dich immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Sprich mit ihm und finde heraus, was er ausheckt. Das ist gut. Ich hatte hier hinten aber noch, wo wir eben waren, hier war ja noch so eine Basisdings, ne? So ein Unterschlupf. Da können wir Schnellreisen hinmachen. Die war das hier. Aha. Wir waren noch gerade eben in der Gegend irgendwo, wo wir da in der Schnellreise hätten hinmachen können, beziehungsweise wo so ein Unterschlupfsymbol ist. Ciao. Habe ich noch nicht gemacht. Können wir irgendwann später mal machen. Ich könnte eine Schnellreise dahin machen, aber das wäre auch... Boah, machen wir es mal. Machen wir von da aus mal was. Schnellreise gesperrt. Schade. Hier steht aber doch die Schnellreise. T? Ja. Hacke den nahegelegenen Grid-Node, um die Schnellreise zu diesem Unterschlupf freizuschalten. Das, genau, das dachte ich mir schon. Dass wir erst dort gewesen sein müssen und da irgendwas aktiviert haben. Sonst wäre es ein bisschen komisch gewesen, sonst hätte man sich da einfach hin teleportieren können. So, wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Zu den Abrollen muss ich noch mal ein bisschen hinbekommen hier. Ah! Oh, aua. Es war ein Test. Es war nur ein Test. Ich wollte mal gucken, was passiert. Gut, dass wir sterben war irgendwie klar, aber naja, vielleicht hätte man ja schwungvoll da irgendwie durchkommen können. Ach, habe ich jetzt übernatürliche Fähigkeiten. Ich bin unterwegs. Ich wusste, das gefällt dir. Da muss aber dran denken, dass es mit F geht. Gute Sache. Man hätte auch außen rumrennen können. Hier vielleicht nicht. Noah hat dafür gesorgt, dass sich die Kabale unauffällig verhält und sich langsam einen Ruf aufbaut. Ich schätze mal, damit ist es jetzt vorbei, was? Hier ist eine Zecke innerhalb des Sicherheitsbereichs, Control. Das hier ist... So, tschüss. Hihi. Ist immer runtergefallen, fantastisch. Eine Zecke, ich bin doch keine Zecke. Wenn, dann bin ich eine Zeckin. Ich bin ja immerhin weiblich jetzt hier, also ich. Weiblich, ma. Alles klar, ich bin in Position. Ich warte hier auf dich. Ja, ja, ist ja gut. Faith, wo steckst du? Oh, hey Noah. Faith hilft mir hier gerade bei etwas. Schon wieder? Was ist es diesmal? Tut mir leid. Je weniger du weißt, desto besser. Aber es ist für eine gute Sache, versprochen. Hast echt eine Menge Text, ne? Was wir hier so haben. Faith, komm bei mir vorbei, wenn du fertig bist. Wir müssen uns unterhalten. Ja, ist ja gut. Das ist echt eine Menge Text, was hier abgefeuert wird. Was aber ganz schön ist, gerade wenn man halt das Spiel selber spielt und nicht dabei vollgequatscht wird von anderen Leuten. Haben einige Spiele mittlerweile, dass die quasi, auch während man einfach nur durch die Gegend sich bewegt, relativ viel Geschichten und sowas abfeuert, dass da gar nicht mal so quasi explizit Dialoge passieren, sondern quasi während der Bewegung, die man eigentlich sowieso macht, da schon mal Geschichte und sowas abgefeuert wird. Was ganz cool ist. Haben wir schon gehört. Also, was ist los? Hab gehört, du bist Gabriel Kruger begegnet. Sowas in der Art. Okay, hör zu. Kruger-Sack hat angekündigt, härter gegen die Runner vorzugehen. Und sie stellen überall in der Stadt diese riesigen Antennen auf. Man sollte ihnen einen Denkzettel verpassen. Ganz meine Meinung. Ich denke, Kruger-Sack wäre nicht erfreut, wenn jemand diese Antennen zerstört. Und mit jemand meinst du wohl mich? Hey, ich würde selbst machen. Aber du kannst einfach besser kämpfen, Faith. Na schön. Aber halt Noah aus der Sache raus, ja? Schon klar. Ich halte von hier aus Ausschau. Natürlich kann ich besser kämpfen. Ich bin eine Frau. So. Im Gegensatz zu dir. Du bist ein Weichei. Ein Baby. Ein kleines putzeliges Baby. Nein, das darf er nicht persönlich nehmen. Nachher weint er noch. Es wär ein bisschen schade. Rollin. Achso. How. Hi. Bombs. Achso, guck mal, haben sie sich gegenseitig jetzt hier betüdelt. Ich muss noch gucken, dass ich hier ein bisschen Schwung und solchen Krams habe, oder nicht. Zu den Kämpfen, ich muss noch mal ein bisschen genauer noch drüber philosophieren, wie ich das am besten mache. Das wäre mal ganz sinnvoll. Kann ich hier durch, ja. Das Ding muss ich einfach nur ausschalten, oder? Da oben, ich meine, da oben ist noch einer, meine ich, ja. Aua! Das ist einigermaßen knapp hier. Also ich kann nicht mehr viel aushalten. Deswegen, ich versuche gerade mal ein bisschen rumzurennen hier. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ei. Au. Ja, siehst du mal, es ging. Aber es war einigermaßen knapp jetzt hier. Ich habe keine Lebenspunkte in dem Sinne mehr über. Nomad, ich bin bei der Antenne. Also wenn ich das hier jetzt einfach ausreiße... Was ist das für ein Mechanismus? Das funktioniert. Das Ding schaltet sich ab. Cool, der Punkt geht an die Kunden. Und Cakeback schickt Verstärkung. Du solltest zusehen, dass du von da verschwindest. Und zwar schnell. Das ist ein bisschen sehr seltsam, die Konstruktion. Cakeback-Alarm, du befindest dich im Cakeback-Alarm und wirst gejagt. Schild dir auf dem Radar sichtbaren Kruger-Sack-Einheiten ab und verstecke dich in einem Unterschlupf. Okay. Okay, wo auch immer der ist. Wir können mal total actionreich auf die Karte schauen. Wahrscheinlich da, wo ich hin muss. Ja, einfach mal zurück. Wir kriegen das hin. So, aber schön hier mal ein bisschen Sightseeing. Hat was. Bin ich auch sehr dafür. Ich... Ja. Genau, wir haben das mit dem Anziehen in der Luft gehabt. Also nicht, dass die sich anzieht. Sie hätte schon Klamotten an, aber die Beine anziehen. Halt, Moment. So. Das ist so viel Zeit muss sein. Wer weiß, wann wir da sonst noch mal wieder hinkommen hier. Hoi. Au. Na. Uncool. Da oben, warte mal, da oben ist noch ein Schalter. Na, gehen wir aus dem Alarm erstmal raus. Man sieht ihn da oben rechts auf der Karte. Das, wir müssen ja jetzt draußen sein. Lieber Sichtkontakt, jetzt habt ihr gar nicht mehr. Ja, siehst du mal. Ich wollte gerade sagen, wenn man da rechts der kleinen Karte glauben darf, dann ist der blaue Bereich der Einzugsbereich von dem Dingenszeug. Von dem Alarm. Und wir sind jetzt gerade mal raus. Also das ist im Prinzip ähnlich wie bei anderen Spielen auch. Sowas wie GTA oder Watch Dogs. Dass man da so einen Bereich hat, aus dem man quasi raus kann oder sich nicht drin aufhalten sollte. Einen Upgrade-Punkt haben wir nochmal. Aha. Außen rumrennen ist hier tatsächlich einfacher. Das wird ganz praktisch. Stören! Ja, gehen wir wieder hoch. Gut, was... Ja, ich merke gerade ein bisschen, was so ein bisschen quasi der Nachteil von dieser Open World ist, dass man halt wirklich hier diese Wege, dass man diese Rückwege halt hat, ne? Dass man da einige Wege sehr viel öfter geht. Wenn man, also im ersten Teil war das so, dass man da relativ gerade einfach immer die ganze Zeit neue Gebiete durchforstet hat. Hier wird man natürlich auch gerne mal oder öfter mal in Gebiete gehen, wo man schon mal gewesen ist. Kann ich mir vorstellen, dass es auf längere Sicht so ein bisschen langweiliger wird. Oder ein bisschen unaufregender. Ah, da bist du ja. Was gibt's denn? Es hat sich rumgesprochen, dass du wieder zurück bist. Aber ich will über das hier reden. Wenn du damit deine Schulden bei Dogen bezahlen willst, müssen wir rausfinden, was es ist. Ich habe einen Kontakt in Anker, der sich mit Gridware auskennt. Ihr Name ist Plastic. Bring ihr das Laufwerk. Plastic? Ja, Plastic kann ein bisschen... Vergiss es. Geh zu ihr, mal sehen, was dabei rauskommt. Das sind alles so tolle Namen, was die haben. Faith, Plastic, Icarus... Meine Güte. Ist der Icarus-Vogel hier? Ist das der? Schön, dich wieder auf den Dächern zu sehen, Faith. Offenbar nicht. Ist eine Frau. Okay. Dass Faith auch nie mal irgendwie spazieren gehen kann, ne? Immer am Rennen. Ja, wobei das ist Gehen hier, ne? Wenn man... Ja, aber selbst das Gehen ist sehr energisch. Gefühlt. Huh. Und die rennen, die üben das immer noch. Immer diesen All-Wall-Jump. Wie oft denn noch? Die können es halt einfach nicht, ne? Mal so gesehen. Hi. Das ist der Onkel. Endlich. Noah meinte, du hast was für mich? Ja, das hier. Leg es an. Achte darauf, dass du es nur an stabilen Stellen bekommst. Dann springst du und schwingst. Im Grunde ganz einfach. Okay, wir haben neue Möglichkeiten. Magrope. Halt die Leertaste, um das Seil zu befestigen, abzuspringen oder sich fallen zu lassen. WASD, um den Schwung zu kontrollieren. Okay. Befestige das Manifold-Attachment oder Manifold-Attachment-Gear an hängenden Überwachungskameras, um dich über große Distanzen zu schwingen. Mhm, interessant. Ich habe sowieso noch einen Punkt hier zum Verteilen. Ja, machen wir gleich. Tja. Aha. Das gefällt mir. Ziemlich simpel. Es wird einem quasi schon mal angezeigt, wo man das machen könnte und wo auch nicht. Schön. Boah, das dauert einen Ticken. Das geht schon. Wahrscheinlich kann man das schon einigermaßen früh stören. Denke ich mal. Ja. Ach ja, könnte schon gut werden. Also diese ganze... Das ganze Movement ist schon... Ne, je nachdem, wie komplex das Ganze wird, kann das schon recht ausatmen, würde ich sagen. Dass man da relativ sehr unbeschwingt durch die Gegend kommt. Dass man hier der nächste Spider-Man wird. Einfach mal durch die Gegend schwingen, an welchen Seilen, wo eigentlich überhaupt keine Befestigungen sind, wo die Häuser schon lange zu Ende sind, um sich daran festzuhalten. Elektronisches Bauteil plus 10 EP, aha, 1 von 20, alles klärchen. Das sind nicht viele, also die wir bisher haben. Mhm, aha. Das ist, also bunt ist hier, meine Güte. Hops. Auch 1 von 20. Wir sind wahrscheinlich in einer sehr anderen Gegend, deswegen sind jetzt gerade mal noch nicht so viele, die wir hier haben. Gehe ich mal stark von aus. Bombs. Ah, das sind... Ah, erfrischend. Ah, auch erfrischend. Na wobei... Oh, der Anblick ist auch erfrischend. Wobei man einem da auch warm werden könnte. Aha. Ist es jetzt quasi eine Einführung in die nächste Gegend hier? Was steht da? Isudut. Oder? Dinsi. Je nachdem, wie rum man das liest. Da oben ist ein Vogel gewesen. Da ist nochmal so ein Mästchen hier, ne? So ein oller Dingens. Stehen da beide an der Wand und simsen im Kollektiv synchron. Was ist das für eine tolle Venue da vorne? Wo sind wir überhaupt gelandet hier? Tja, keine Ahnung. Ich würde ja gerne hoch, ne, muss ich ja sagen. Wäre nett, wenn man Seile auch mal hochlaufen könnte. Oder also rein können wir ja nicht, ne? Aber schön, dass man hier die ganze Spiegelung sieht, das ist toll. Hat was. Wie gesagt, es irritiert zwar stellenweise ein bisschen sehr. Okay, hier hat man keine Spiegelung mehr. Warum auch immer. Ich gehe mal runter. Was ich sagen wollte, Plastic kann ein bisschen unkonventionell sein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr zwei prächtig miteinander auskommen werdet. Ja. Was der mal alles denkt. Ich hoffe mal, dass niemand von euch schwindelig wird, wenn ich solche Moves hier mache. Wobei ich den Eindruck hatte, dass es beim ersten Teil sehr viel schwindelerregender ist von den ganzen Bewegungen, von der Kamera. Rumgeschwenke. Das ist schön. Ja. Zerbreitliches Lieferung übernehmen. Ja, mach mal. Ich habe eine weitere Lebensmittellieferung für Dogen. Seltene Kräuter aus Cascadia Prime. Sie dürfen auf keinen Fall vor der Verwendung zerdrückt werden, da sie sonst ihre gesamte Wirksamkeit verlieren. Kapiert? Okay, dann ab mit dir. Seltene Kräuter, in Anführungsstrichen, und Wirksamkeit. Aha. Da weiß ich aber auch nicht. Es war schleierhaft, warum Dogen einer einfachen Runnerin wie ihr eine solche Lieferung anvertraut. Aber ich würde ihn deshalb nie offen hinterfragen. Ich bin nicht einfach. Ich habe Lust, meine Finger zu verlieren. Siehst du doch. Aber egal. Sein besonderes Gericht wird auch diesmal wieder einschlagen wie eine Bombe. Diese armen Teufel haben keine Ahnung, was er ihnen da vorsetzt. Die Kräuter sind stark genug, um sofort abhängig zu machen. Er wird sie für immer in der Hand haben. Ich schätze, wir werden Dogens ständig wachsender Liste nützlicher Freunde wohl noch ein paar weitere Familienmitglieder hinzufügen. Okay. Ich hoffe mal, ich bin schnell genug. 14 Sekunden noch, 13. Au, so viel dazu. Klappt super. Ja, ich weiß, dass die Zeit gering ist, liebes Spiel. Ich habe schon gesehen. Ah, das klappt nicht. No. Dogen brauchte diese Kräuter. Nochmal. Ja. Aber warum innerhalb einer halben Sekunde, innerhalb einer Minute? Als ob die so schnell schlecht werden würden. Machen wir es nochmal. Diesmal mit weniger Fehlern und mehr. Ich habe eine weitere Intelligenz für Dogen. Seltene Kräuter aus Cascadia Prime. Sie dürfen auf keinen Fall vor der Verwendung zertrümmert. Ja, sehr gut. Manchmal sind die Spiegelungen echt ein bisschen sehr viel des Guten. Muss ich ja sagen. Warum Dogen einer einfachen Runnerin wie ihr eine solche Lieferung anvertraut, aber ich würde ihn deshalb nie offen hinterfragen. Ich habe nämlich nicht die geringste Lust, meine Finger zu verlieren. Aber das ist ein bisschen knapp. Sein besonderes Gericht wird auch diesmal wieder einschlagen wie eine Bombe. Diese Teufel haben keine Ahnung, was er ihnen davor setzt. Ach Mensch, der redet eh das gleich. Ich kann einfach mal drüber quatschen. Ich, doch, ich bin sehr viel schneller als eben. Warum macht man zwei Fehler weniger? Schon ist man schneller. Schön. Er hätte wahrscheinlich auch da links darüber springen können, ne? Vielleicht funktioniert. Ja, sind einige Sekunden mehr, die ich jetzt hier habe. Ach, puh. Ah. Nee, 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 nee. Ach, Mensch. Das hätte... Ah, es hätte funktioniert. Nochmal versuchen. Diese Runs muss man, glaube ich, nicht machen. Ne? Das ist einfach nur optional. Aber wenn einem das schon so angedreht wird, dann mache ich das aber auch. Also an sich... Also es ist zumindest einigermaßen knapp getimed, habe ich den Eindruck. Ich weiß, Alter. So. Es ist doch einigermaßen knapp getimed. Man darf eigentlich keinen Fehler machen. Klar, hin und wieder nochmal so ein bisschen schöneren Weg angehen, aber... Von der Idee her muss man einfach ein bisschen flotter dann unterwegs sein, beziehungsweise fehlerfreier. Au, so viel dazu. Weil da immer jedes Mal so irgendwie 1 bis 2 Sekunden verloren gehen bei. Ja, du schlägst gleich ein wie eine Bombe. Ich bin ja immer noch der Meinung, oder ich würde mich immer noch freuen, wenn Spiele schnallen, dass man eine Sache gerade mal das 5. Mal macht und vielleicht dann mal nicht mehr den Dialog abfeuern, der damit zusammenhängt. Weil irgendwann kennt man das halt, ne? Mal so gesehen. Das wäre sehr, sehr schön, fände ich mal gut. Dass ein Spiel halt merkt, hey, du warst an dieser Stelle schon ungefähr 3 Mal, du könntest den Text mittlerweile ein bisschen kennen. Und das ist dann entsprechend, Hast du die Kräuter? Ach, nicht, nein, 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 nein! Verdammt! Ah, was denn? Das war extrem knapp. Müssen wir uns das nochmal anhören. Toll. Ich bin hier. Ich habe eine weitere Lebensmittellieferung für Dogen. Seltene Kräuter. Ich weiß. Ja, genau. Und jetzt dürfte das Spiel gerne schnallen, dass ich den Text schon 4 Mal gehört habe. Und dann einfach mal die Klappe halten. Das fände ich schön. Das wäre ein Feature, worüber ich mich sehr freuen würde. Auch der Text, der wird beim 5. Mal nicht besser. Ah, darf der nicht springen dann? Sein besonderes Gericht wird auch diesmal wieder einschlagen wie eine Bombe. Diese armen Teufel haben keine Ahnung, was er ihnen davor setzt. Die Kräuter sind stark genug. Ob ich da hätte runtergehen können? Er wird sie für immer in der Hand haben. Geht man fast von aus, ne? Ich schätze, wir werden Dogens ständig wachsender Liste nützlicher Freunde wohl noch ein paar weitere Familienmitglieder hinzufügen. Hey, ja, sehr gut. Ich denke mal, ich hätte da tatsächlich unten auch einfach dran vorbeilaufen können. Ja. Hast du die Kräuter? Warum rollt sie sich denn nicht ab? Verdammt, meine Güte. Für ein ganz besonderes... Ich mach das gleich nicht mehr hier. Das ist mir zu doof. Ich habe halt 2 Fehler drin. Da ist dann wahrscheinlich einer weniger würde schon mal reichen. Oh ja, eine weitere Lebensmittellieferung. Oh, seltene Kräuter, wie überraschend. Noch nie gehört vorher. Man könnte wahrscheinlich noch einen anderen Weg suchen, aber... So anders geht es ja eigentlich nicht. Aber ich würde ihn deshalb nie offen hinterfragen. Ich habe nämlich nicht die geringste Lust, meine Finger zu verlieren. Sehr viel besser. Sein besonderes Gericht wird auch wieder einschlagen wie eine Bombe. Diese armen Teufel haben keine Ahnung, was er ihnen davor setzt. Die Kräuter sind stark genug, um sofort abhängig zu machen. Er wird sie für immer in der Hand haben. Ich schätze, wir werden Dogens ständig wachsender Liste nützlicher Freunde und noch ein paar weitere Familienmitglieder hinzufügen. Man muss halt schauen, an welchen Stellen man quasi, also ab welcher Sprunghöhe oder Falltiefe man dann plötzlich sich abrollt und wann genau nicht. Das wäre nochmal interessant. Hast du die Kräuter? Abrollen und rennen hinter. So. Alle Tasten richtig gedrückt. Bombs. Nicht zu lange Zeit lassen. Sehr schön, danke. Er plant irgendein besonderes Gericht und hat sie deshalb extra aus Cascadia Prime schicken lassen. Und natürlich geht so etwas bei ihm niemals auf normalem Wege. Naja, wie auch immer. Irgendjemand bekommt jetzt jedenfalls ein richtig gutes Essen. Ich gratuliere. Das ist nicht schön. Herrlich. So, wo muss ich eigentlich hin? Was ist meine eigentliche Aufgabe? Time Trial, ja, schön und gut. Das waren Team-Triale. Das ist... Nebenmission, Einbruch. Nein. Der Hauptmission. Wunderkind, Wonderkid. Wenn wir schon mal hier sind. Wo bin ich genau? Da bin ich. Wollen wir da mal hingehen? Ich mache da mal einen Wegpunkt hin, ne? Dass wir da mal zu dem Unterschlupf kommen. Da würde ich doch mal, die würde ich doch mal gerne freischalten. Die Mission machen wir dann das nächste Mal. Aber im Moment will ich erstmal da so ein dezentes kleines Unterschlüpfchen haben hier. Dokument, aha. So. Au. Da muss ich schon einigermaßen viel außen rum gehen jetzt hier. Da wäre der direkte Weg ein bisschen sehr tödlich, würde ich mal behaupten. Ja, man hätte hier, man hätte hier einfach dran vorbeilaufen können, ja. Ein paar andere Wege. Ach, jetzt ist da so ein Pinüppelchen, ne? Jetzt, wo wir hier schon mal gewesen sind. Während der Time Trials sind die einfach mal weg wahrscheinlich. So sieht das zumindest aus. Ja, die Time Trials, die sind zwar nett, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich viele von machen werde. Ich vermute mal eher nicht. Weil, warum auch? Die sind zwar ganz cool, aber das sind halt Sachen, die man wirklich eher für sich selber machen würde. Da hat man ja weder irgendwie Story noch irgendwie wahnsinnig aufregende Sachen jetzt hier. Deswegen, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Dass ich ein bisschen sortiere, welche Missionen ich hier mache, welche ich hier zeige. Was für Time Trials oder was für Nebenmissionen hier passieren. Ach, guck mal. Ist es nicht einer von diesen Masten, die wir... Ach nee, warte mal. Waren wir da unten nicht? Hallo. Hallo, Mutti. Wow. Die ist aber auch in den Tuschkasten gefallen, ne? So ein bisschen. Aber schickes Kleid. Hopsa. Ups. Huch. Ja, funktioniert super. Ja, so den ganzen Schwung auf recht erhalten ist schon nicht immer so einfach. Mit den verschiedenen Stellen hier, wo man da lang kann und wo auch nicht. Beziehungsweise, dass man da versucht, den Weg möglichst ideal zu benutzen, mit möglichst wenig Unterbrechung. Wenn man halt schön durch die Gegend runnen kann. Wie tief fällt man hier? Okay, nicht so tief, das ist gut. Ich hatte gerade Befürchtungen. Ich hatte gerade sehr viele Befürchtungen. Aha. Halt, Mädel. Nicht sterben. Warte mal. Ach, ich bin noch doof. Ist das... Das ist unsere... Ich dachte, das wäre eine andere Basis, zu der wir dahin wollten würden. Ich bin doof. Okay, wir gehen das nächste Mal hier zum Wunderkind hin. Ich bin echt doof. Das ist totaler Quatsch, was ich hier gemacht habe jetzt hier. Ich muss den ganzen Weg nochmal zurück. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder hier bei Mirror's Edge Catalyst und dann machen wir es nochmal alles ordentlich hier. Bis dahin. Tschüss.